Servus zu Barbecue aus Franken. Der Postbote war da, hat ein bisschen was gebracht. Der arme Kerl, das ist nämlich zum Teil richtig schwer. Warum? Da ist was Massives drin. Und zwar habe ich einige Teile von der Firma Qcell zur Verfügung gestellt bekommen, die ich euch zeigen darf. Und Qcell, es ist eine richtig schöne fränkische Firma und ich habe auch von denen schon was gemacht. Und zwar diesen Raketenofen. Und bin richtig davon überzeugt von den Produkten bzw. von dem Produkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache da gerne was. Und das wird jetzt ein Mehrteiler. Ich werde im ersten Step quasi euch das Produkt, was hier mal eine Rolle spielt, vorstellen. Das ist eines von vielen, die auf der Seite haben. Ich verlinke euch die Seite von Qcell mal unter dem Video und auch die einzelnen Produkte hier. Das Ganze, was ihr hier seht, das spielt alles ineinander zusammen und passt auch zusammen. Das ist also quasi so eine Art, ja, wie so eine Produktgruppe und die zeige ich euch, wenn ihr Lust habt. Ich habe riesen Lust drauf und ich werde das Ganze jetzt mal auspacken. Und in dem Video werden wir einfach mal, wie gesagt, das Produkt oder die Produktpalette oder die Produkte, die hier zusammenpassen, mal ein bisschen vorstellen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und das, was noch zerlegt am Tisch liegt, das ist die Feuerschale von Qcell und zwar der Hexagon. Richtig schöne Geschichte, weil richtig schön zerlegbar, können also auch gut aufräumen. Geht auch auf kleinsten Platz quasi zum Einsetzen und ist richtig schön, wie üblich, als Stecksystem ausgeführt. Diese Geschichte hier gibt es in zwei Versionen. Einmal ganz normal in der Stahlversion, wie ich hier habe, und einmal in der Edelstahlversion. Schaut euch auf der Seite von Qcell um, da seht ihr das Ganze. Jetzt werden wir es mal zusammenbauen. Zuerst mal noch ein Blick nach unten. Und zwar haben wir hier drei Füße. Die lassen sich abschrauben, weil es gibt zusätzlich noch Füße für das Teil hier. Diese Schrauben sind dafür vorgesehen. Aber bauen wir es erst mal zusammen, wie es so jetzt ist. Also unsere Grundplatte. Dann stecken wir drei Teile ein, und zwar die zum Einhängen. Und dann jeweils die Gegenstücke dazu, die der vorgesehenen Öffnungen. Und ihr seht, das gelingt sogar mir auf Anhieb. Und der letzte. Na. So, jetzt ist alles beieinander. So, das ist alles recht massiv und stabil. So kann man das Ganze jetzt schön als Feuerschale oder als niedrigen Grill verwenden, weil, das werdet ihr gleich sehen, wir haben ja auch noch eine Platte für. Aber es gibt auch noch, wie gesagt, andere Füße dafür. Das sind die Füße für die Feuerplatte. Und zwar diese hier in der Edelstahlausführung mit 45 cm Höhe. Und dann habe ich hier die Edelstahlausführung mit 85 cm Höhe. Beide Versionen gibt es, wie gesagt, in Edelstahl und in ganz Normalstahl. So, ich werde jetzt mal die etwas längeren Füße montieren und ihr seid mit dabei. Und dazu muss ich jetzt erstmal den Grill wieder demontieren, weil sonst fällt er mir natürlich auseinander, wenn ich ihn jetzt umdrehe. Aber so schnell wie er montiert ist, ist er auch demontiert. Und keine Angst, da verzieht sich nichts. Also bei dem Raketenofen, der richtig schön mit Temperatur arbeitet, hat sich nichts verzogen. Den habe ich schon drei oder viermal aufgebaut und wieder zerlegt. Und da fehlt sie nichts. So, drehen wir das ganze Ding mal um. Die jetzigen Füße schraube ich ab. Und das System ist so einfach zum Zusammenbauen, da brauchen wir nicht einmal eine Anleitung dazu. Das ist intuitiv und versteht sich alles von selbst. Dann werden die Füße positioniert, also quasi über die Schrauben gesteckt und mit den Rändelmuttern gesichert. Also das geht sogar mit zwei linken Händen. Links. Die letzte Rändelmutter. Alles fest. Sehr gut, können wir schon wieder umdrehen. So, und gleich am Boden stellen. Montieren wir wieder die Seitenwände. Halt, da müssen wir rein. Und die anderen auch wieder rein. So, die Feuerschale steht jetzt richtig schön erhöht und hat eine richtig schöne
Höhe, um zu arbeiten. Aber jetzt ist es nur eine Feuerschale, nur in Anführungsstrichen. Wir machen jetzt richtig schön eine Grillgeschichte draus. Und zwar mit der Feuerplatte. Jawohl. Da ist Fläche drauf zum Grillen. Perfekt. Haben eine richtig schöne Größe. Gefällt mir richtig gut. Auch die gibt es in zwei Ausführungen. Das ist die Stahlausführung. Die Luftzufuhr ist auch gut geregelt. Das sieht man. Wir haben zum einen unten diese ausgeschnittenen Feuersymbole, sage ich einmal. Und oben ja, ist auch noch richtig schön Platz, damit die Luft sauber zirkulieren kann. So, und da gibt es noch was Schönes. Es soll ja nach dem Einbrennen die Platte mal ein bisschen, ja, ich sage mal, konisch nach innen laufen. Mit alles, was da so an Flüssigkeiten oder an Fett da ist, schön in die Mitte reinläuft. Aber es soll ihnen keine Bratwurst dann einfallen. Deswegen gibt es unter anderem so eine Abdeckung, die passt da rein. Ich stelle mir das jetzt ein bisschen um und schon passiert da gar nichts mehr. Und wenn ihr jetzt so richtig schön Feuer drauf habt, habt ihr auch da eine tolle Fläche, um so richtig schön Dampf ans Steak zu bringen. So, aber statt diesem Einsatz können wir auch diesen Wokaufsatz verwenden. Wunderbar, da läuft auch alles rein, aber die Würstel, die bleiben uns schön drauf. Und wir können einen Wok oben drauf und können richtig schön asiatisch kochen, grillen, wie man es nimmt. So, nehmen wir mal runter. Ja, sollte euch mal nach Raclette sein, außerhalb der Silvesterzeiten. Es geht jetzt, da gibt es diesen Aufsatz. Den packt ihr einfach so über die Mitte des Loches rein. Ihr könnt hier nach wie vor schüren. Und ihr habt diese Schälchen dabei. Da kann man wunderbar dann, ja, quasi richtig schönes Raclette machen. Es gibt im Zubehör auch noch diesen Schieber, also diesen Schaberheber, wie auch immer. Da lässt sich wunderbar die Sache damit benutzen. Habt ihr Lust auf Pizza, Flammkuchen, Fladenbrot? Es gibt dieses richtig schöne Gehäuse dafür. Auch das wird einfach über quasi das Mittelloch gesteckt. Da rein kommt dann ein richtig massiver, ich halte es mal in die Kamera, richtig massiver Pizzastein. Echt wunderbar, das passt alles. Und die Funktion ist wirklich genial. Ihr habt einen richtigen Kamineffekt. Unten kommt das Feuer, an der Seite kann es hoch. An der Oberseite wird sich reflektieren, die Hitze, und dann auf die Pizza drauf gehen. Pizzastein aufheizen lassen, das versteht sich von selbst. Ja, also ich würde sagen, nicht schlechter Specht. Bin ich gespannt drauf. So, und es wird sicher die Frage kommen, wie heiz ich denn da nach? Ganz einfach, da gibt es eine Klappe, da kann man dann sein Holz nachführen und nachheizen. Das heutige Video war quasi die Hardware zu der ganzen Geschichte hier, zu diesem System, um diese Feuerschale. Und jetzt wird es noch zwei weitere Videos geben, in denen ich euch dann ja zeige Pizza und Raclette und ja, ein bisschen was anderes noch auf der Platte und so. Schauen wir mal, was da so kommt, was mir da so dazu einfällt. Also wie gesagt, es wird noch zwei weitere Videos zu dem Thema geben. Ich hoffe, euch hat das Video heute schon mal gefallen. Schaut euch auf der Seite von Qcell mal um. Ich verlinke euch die unter dem Video. Mir hat es schon mal Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt riesig drauf, diese Sachen hier ausprobieren zu können. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch, wenn ihr mögt, wieder zu einem neuen Rezeptvideo. Und ansonsten schaut mal rein, abonniert die Glocke, dann kriegt ihr auch mit, wenn es wieder mal außergewöhnliche Sachen gibt, wie die Reihe, die hier fortgesetzt wird. Also, schöne Zeit und bis die Tage. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi. Kanal abonnieren wäre auch nicht schlecht. Da kommt irgendwo das Logo. Tschüssi.